Und ich gebe jetzt mal hier ein bisschen Kasala. Jetzt wird scharf geschossen. Also schon krasse Geschichte. Holznägel. So, Freunde, ich bin heute für euch auf der Dach und Holz in Köln. Und hier gibt es eine Menge zu sehen. Werkzeug, paar Maschinen, Holzbau sowieso. Ich würde sagen, wir gucken uns heute mal hier um und haben gemeinsam ziemlich viel Spaß. Ich bin bei den Kollegen von Milwaukee. Und was ich bisher noch nicht in unserer Werkstatt habe, ist dieses Ding hier. Nennt sich bei Milwaukee Superhawk. Es gibt auch einen Hohawk. Der ist eine Nummer kleiner. Der Formfaktor ist natürlich etwas ungewöhnlich, aber du hast offensichtlich einen langen Hebelarm und, wenn es gut läuft, auch eine Menge Power. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel einen 65er Forstner und man kennt es, die Dinger sind ein bisschen widerspenstig. Zweithandgriff ist das Thema, aber hier brauchst du keinen Zweithandgriff, weil die ganze Maschine ist quasi dein Zweithandgriff. Und ich gebe jetzt mal hier ein bisschen Kasala. Ja, läuft, ne? Sag mal, wo gebohrt wird, fallen Späne. Kannst du jetzt quasi einen Aufguss mitmachen. Finde ich cool. Werde ich mal gucken, ob wir das auch mal in der Werkstatt bekommen. Vielleicht mal einen Systemvergleich zwischen dem und einem Drehschlagschrauber. Was ich aber auch noch cool finde, kommt mal mit. Ich glaube, es gibt kaum was, wo die Leute so lange drauf gewartet haben, wie auf das hier. Nicht den Staubsauger, das ist mehr so die Ghostbusters-Fraktion, sondern eine Führungsschiene mit Milwaukee drauf. Soweit ich informiert bin, es gibt drei verschiedene Größen. Es gibt natürlich auch Verbinder. Aber was ich cool finde, ist, dass die Schiene hier rot eloxiert ist. Denn bisher sehen ja alle Führungsschienen mehr oder weniger gleich aus, nämlich eloxiertes Alu. Ich glaube, da bist du mit hier in der coolsten Fraktion auf der Baustelle, oder? Ich habe euch ja Handkreissägen schon gezeigt. Wir haben dieses große Teil mit rund 2 kW. Die Warm Drive Säge kommt ja aus dem US-amerikanischen Bereich so, typischerweise. Aber wir sind ja auch gerne mit einer Führungsschiene unterwegs und Tauchsäge. So, und das Ganze sieht dann so aus, M18-System. Und ich habe jetzt hier auch noch einen Akkusauger, was ja Sinn macht, weil viele sagen ja, ich habe hier ein Akkugerät, aber mein Sauger ist dann wieder kabelgebunden, macht ja so gar keinen Sinn. Wenn ihr jetzt sagt, geile Sache, will ich sofort haben, ist Geduld eine Tugend, denn man hat mir gesagt, die Säge kommt erst im Januar 23, aber sie kommt. Jetzt habe ich hier noch was Feines gefunden und zwar Blechnibbler kennt ihr, wo ihr so kleine Bleche mitschneiden kannst. Habe ich auch schon gemacht am Wohnwagen, aber vielleicht wollen wir demnächst mal einen Öltanker abwracken oder sowas. Dann hast du ja auch mal Bleche, die ein bisschen größer sind, zum Beispiel 10 mm und dafür gibt es die Dinger auch. Sieht dann so aus, auch hier hätten wir wieder ein bisschen zu investieren, so rund 4.000, 4.500 €. Ich habe jetzt meine PSA nicht dabei, aber der Kollege hier bei Trumpf auf dem Stand meint, er könnte mir mal eben so einen schönen Schnitt machen. Er meint, ist nicht unbedingt schön, aber da geht es dann ja auch nicht unbedingt drum, sondern Kessel, Tanker, irgendwas abwracken, gehst du dann hiermit durch und vor allen Dingen ohne Funken und du kannst es relativ mühelos machen. Ja, macht ein bisschen Geräusch, aber ist relativ entspannt damit zu arbeiten, ne? Es geht einfach nur zu führen, weil es hat ein Gegenhalten unten. Das heißt, muss man Maschine nicht ganz haben. Und du hast kannst die Geschwindigkeit anpassen und auch die Schneiderichtung kann man anpassen in 90 Grad. Das heißt, man kann es drehen. Was wäre denn die Alternative, jetzt sowas durchzutrennen? Brennen? Brennschneiden? Brennen. Oder ein großes Flex? Aber beides natürlich nicht so elegant, ne? Nicht so elegant. Du hast Funkenflug, du hast einfach thermische Belastung für das Material. Und bei der Maschine gibt es sowas nicht. Aber Finger nicht dazwischen halten. Der ist auch durch. Nee, aber das ist viel gefährlicher mit dem Plasmaschneiden oder mit dem. Es geht mit der Maschine, muss nur führen. Ja. Also merken wir, es ist einfach, aber nicht für Maniküre, ne? Nicht zum Fingernägel schneiden. So, Öltanker ist abgewrackt, wir brauchen jetzt aber trotzdem noch mal einen Belüftungskanal. Normalerweise sagt der Kollege hier, du würdest das jetzt hämmern, zusammenkloppen. Machen wir jetzt etwas eleganter. So, wer jetzt denkt, das wäre jetzt hier Neuheit, gibt's schon ewig, ne? Das gibt's schon lange. Also Neuigkeit in diesem Sinn ist es nicht. Für mich würde sich jetzt privat nicht lohnen. Ich habe nicht so oft Kanäle zu kloppen. Wenn man 200-300 Meter solche Kanäle schließen muss. Dann melde ich mich bei euch. Aber es gibt natürlich in der Blechbearbeitung auch noch so die filigranen, die feinen Sachen. Das hier ist eine ganz normale Schere. Kennt ihr, kann man auch wunderschön mit Kurven schneiden. Das hier ist eine Schlitzschere. Die ist jetzt nicht so der Spezialist für Kurven. Aber was du hier hast, ist eine ganz nette Funktion, weil man kennt es. Du gehst jetzt hier
ist aber das Problem. Jetzt ist blockiert, ich komme hier nicht raus. Aber, pass auf, was passiert? So, ich drücke hier drauf, dann trennt er das. Und jetzt kann ich auch einfach hier so schneiden. So, und Problem bei der regulären Schere ist, je nachdem, was ich schneide, Material, auch Kurven, habe ich hier so leichte Deformationen. Die hast du hier bei der Schlitzschere nicht mehr. Also man sieht, gutes Werkzeug ist die halbe Arbeit. Und Trumpf ist auch im CAS-System unterwegs. Kennt ihr natürlich, ne? So, was noch ganz interessant ist, das sind hier jetzt Maschinen von Trumpf und wahrscheinlich kennen die meisten Leute Trumpf von den Laserschneideanlagen. Da sind die ja Weltmarktführer. Aber angefangen hat man im Prinzip mit Elektrowerkzeugen und zwar 1932 mit elektrischen Blechscheren. Man kann es mal sehen, was daraus geworden ist. So, ich bin kurz bei Maffel. Habe ich euch mal gezeigt, die Erika. Schöne Säge, wo wir damals so ein bisschen ein Thema hatten, war mit den Anschlägen, mit dem Parallelanschlag. Die haben jetzt einen neuen Parallelanschlag und auch hier den Multifunktionsanschlag und den Stangenanschlag. Das ist nämlich hier alte Version. Da musstest du jetzt hier bei der alten, so alte Version musstest du hier lösen. Dann konntest du den nur nach hinten rausschieben, aber nicht so. Und die neue Version ist jetzt so. Hängst von oben ein, verriegelt sich und kannst du dann noch richtig verriegeln. Multifunktionsanschlag haben sie auch so gemacht. Parallelanschlag entsprechend eben auch. Wird vorne und hinten geklemmt. Die ganze Geschichte mit den Anschlägen fanden wir bei Festool damals auch ein bisschen schöner. Ich denke, das war überfällig. Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr mal unter das Video schreiben. So, jetzt habe ich hier noch mal ein bisschen was Exotisches aufgetan bei Maffel. Und zwar eine Zimmereikettensäge, aber nicht irgendeine, sondern eine mit Autorität für die Baustelle. Das ist nämlich jetzt quasi die Twin-Version. Es gibt so ein Gerät auch mit einem Motor, 3 kW. Wenn du aber ein bisschen mehr Leistung brauchst, dann nimmst du einfach zwei dieser Motoren. Das heißt, du hast 6 kW. Du hast auch entsprechend schon Gewicht. Ich lege das mal ab, dass meine Aussprache ein bisschen entspannter wieder wird. Das Ding ist natürlich, mit 3 kW kannst du ja noch mit einer normalen Steckdose arbeiten. Hier gehst du jetzt über 16 Ampere, zwei Phasen. Jeder Motor eine Phase. Und dann hast du 6 kW und kannst hier ordentlich mit Gas geben. Du musst aber vorher 11.000 Euro auf den Tisch legen. Was ich aber auch noch hier gesehen habe, relativ versteckt ist da oben, gibt schon auch etwas länger, eine Plattensäge, quasi eine mobile Plattensäge, 3,10 Meter Länge, ist wohl gedacht so für Holzrahmenbau beispielsweise. Die legst du auf, dann tauchst du die Säge ein, drückst auf den Knopf und die Säge fährt automatisch nach vorne auf die entsprechende Länge, taucht dann wieder auf und fährt wieder zurück. Und du hast noch eine Furitzfunktion, das heißt, du kannst sagen, okay, mach erstmal einen Schnitt, nur 2 mm und dann kommt der richtige Schnitt. Und vor allen Dingen bei der Länge ist das ja eine Sache, da kannst du wirklich ganz entspannt per Knopfdruck mal eben vor, zurück, 3,10 Meter. Da sind wir auch preislich wieder günstiger unterwegs, sind wir bei rund 3.000 Euro. Hier noch ein kleines Detail, Akkuschrauber von Maffel. Gut aufgeklärte Bauforum24-Zuschauer wissen, wird bei Metabo gebaut. Man sieht, Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Akku-CAS-System kennt ihr auch. Und wie bei Metabo, elektronische Drehmomentvorwahl mit Impulsschraubfunktion. Was ich hier sehe, was wir bei Metabo nicht haben, ist eine Libelle hier zur Ausrichtung. Sieht ja eigentlich so ein bisschen oldschool aus, aber durchaus vielleicht praktisch für den einen oder anderen. Ein Schuh wird raus, wenn ihr noch so ein Bohrchen habt für den Akkuschrauber. Der hat auch noch eine Winkelverstellung, Anschlag dabei bis zu ungefähr bei 700 Euro. Und was ich auch gut finde, ist hier so eine Bit-Garage, wo du so ein paar Bits hier magnetisch einfach lagern kannst oder aufbewahren kannst. Dann hast du immer relativ schnell dabei. Und auch hier ein pragmatischer Gürtelhalter. So, Freunde, hier habe ich noch was gefunden. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Und zwar eine Kantbank. Ich hatte das neulich schon bei Instagram mal gesagt, dass ich eine Kantbank suche, um mir einen Pulverofen zu bauen. An sowas habe ich nicht gedacht. Aber eigentlich wäre das genau die Erfüllung aller meiner Wunschträume. Das ist nämlich ein Riesengerät. Wie nennt man das hier? Auch Kantbank. Genau, klassische Langabkantmaschine oder Doppelfiegemaschine. Okay, zumindest lang und doppelt. Ich sehe jetzt hier die ganzen Sachen, die mal so hier als Demonstrationsobjekt liegen. Das ist ja quasi eine Dachrinne. Ich brauche nicht mehr zum Baumarkt. Dachrinnen kaufen mache ich demnächst selbst. Ist auch schön. Das ist alles auch quasi CAD unterstützt. Man kann das alles hier machen, ne? Genau. Das geht wirklich schnell. Also wenn man jetzt ein neues Profil anlegen möchte, tippe ich irgendwo hin, dann habe ich meinen Startpunkt, ziehe den Finger in eine bestimmte Richtung für meinen ersten Schenkel und kann dann beliebig weiterzeichnen.
kann auch von beiden Seiten weiterzeichnen. Also bin wirklich sehr flexibel, was meine Profilerstellung. Jetzt ist doch zum Beispiel so, dass ich ja dieses Profil, okay, jetzt wird die Maschine ein bisschen Probleme bekommen, hier mit doppeltem Looping. Gut, wo ist Undo? Also da. In dem Fall wird man zurückgehen und wenn man jetzt zum Beispiel am Maß ändern möchte, dann geht man darauf, den Button, und kann jetzt zum Beispiel irgendein Winkelmaß einfach oder ein Längemaß antippen. Das wollen wir jetzt nicht kannten, dann wird die abstürzen, die Maschine. Genau. Oder explodieren. Hier zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ich möchte das jetzt hier aus 1,5er Aluminium. Dann wird natürlich auch das Blech dementsprechend dicker in der Visualisierung. Aber die Maschine berücksichtigt natürlich die andere Rückfederung vom Material und ich erhalte mein präzises Ergebnis. Also Rückfederung vom Material, dass die Maschine zum Beispiel sagt, ich will jetzt 90 Grad Kanten, genau. Und dann muss ich so fest drücken und wenn ich zu viel drücke, ist das Material nachher so oder so, aber nicht 90 Grad. Ganz genau. Das ist in der Maschine, also in der Materialdatenbank hinterlegt, zum Beispiel beim Stahlblech mehr Winkelkorrektur, dass die Maschine einfach mehr biegt. Aluminium hat ja sehr wenig Rückfederung, da brauche ich nicht zu viel Korrektur. Bleiben wir mal hier bei der Dachrinne. Jetzt lege ich hier ein Blech ein, der sagt mir dann aber auch, das Blech muss so und so groß sein. Genau. Nicht, dass er irgendwann kein Blech mehr hat. Also die Maschine, wenn ich auf Starten drücke, sagt mir beim Start, mein Blechzuschnitt oder der Blechzuschnitt, der benötigt wird, ist zum Beispiel 300 mm. Okay, und dann lege ich das Blech ein und die hat auch einen automatischen Vorschub. Das heißt, ganz genau. Ich lege das ein, dann drücke ich hier zwar drauf auf den... Also ich lege das ein, würde dann den Sicherheitsbereich vor der Maschine verlassen, dann von außen auf Start drücken und die Maschine macht den Rest. Was hätte ich jetzt zu investieren für so ein... Weil ich hat mich überzeugt. Ja. Wir müssten vielleicht nochmal einen Rabatt irgendwie für einen Versand raushandeln, weil mit DPD oder DHL geht nicht, ne? Na, das geht natürlich nicht. Und bei der Art von Maschinen sind wir auf jeden Fall im sechsstelligen Bereich. Also 120.000 Euro finde ich super. 120.000 mal, ich glaube, mal zwei, mal drei. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt keinen Plan von den Maschinen, auch was die kosten. Aber ich war jetzt nicht wahnsinnig erschrocken. Wir hatten uns kurz vorher unterhalten und er meinte, es gibt tatsächlich auch kleinere Betriebe, die so ein Gerät im Betrieb stehen haben, ne? Genau, tatsächlich. Also unsere Kunden reichen vom Ein-Mann-Betrieb, vom Kant-Dienstleister, der jeden Tag vor der Maschine steht, bis hin zu Strabag, also Riesenbaukonzern, wirklich quer durch die Bank. Und die meisten Kunden sind tatsächlich Spengler, Dachdecker, 10, 15, 20 Mitarbeiter. Also je nachdem natürlich, ob man die Arbeit hat für die Maschine oder nicht. Also. Klar. Also ich glaube, ich dürfte so ein Ding nicht zu Hause haben. Dann hätte ich nämlich Ideen. Einige. Es wird ja immer mehr elektrisch. Ich habe euch ja schon elektrische Baumaschinen gezeigt, elektrische Bagger, elektrische Radlader. Aber wir haben hier einen elektrischen Anhängerkran mit Akku. Der Anhängerkran sieht ja jetzt schon relativ spacig aus, so wie der jetzt ausgefahren ist mit den Stützen. Es ist aber nach wie vor noch ein Anhänger, den du mit 3,5 Tonnen Anhänger lässt. Also zum Beispiel mit meinem Touareg könnte ich ihn ziehen. Dann habe ich zum einen einen Anhängerkran, das ist auch wohl die Hauptaufgabe des Geräts. Ich kann aber auch einen Personenkorb dran machen, dann habe ich quasi eine Arbeitsbühne. Und die Auslage fand ich interessant, weil selbst bei einer Ausladung so 23 Meter habe ich noch so rund 250 Kilo Nutzlast. Das reicht ja für zwei Leute und noch ein bisschen Material oder entsprechend für Material, wenn ich es als Kran benutze. Das Thema mit den Batterien ist so, dass man hier einen 8 kW Antriebsmotor hat, elektrisch, und eine 4 Kilowattstunden Lithium-Batterie mit einem Ladegerät über 230 Volt Lichtstrom. Das heißt, du kannst im Prinzip für kleinere Sachen den auch komplett autark betreiben, aber ansonsten kannst du einfach mit 230 Volt puffern. Es lädt immer die Batterie auf mit Lichtstrom und damit bist du natürlich wesentlich flexibler, weil Lichtstrom hast du eigentlich überall oder du könntest ja theoretisch auch mit einem kleinen 1000 Watt Stromerzeuger das Ganze puffern. Preislich habe ich mir sagen lassen, rund 135.000 Euro. Daneben steht ein ähnliches Gerät, allerdings auf Basis 7,5 Tonner. Dann hast du größere Nutzlasten. Das kommt aber vor allen Dingen, weil du einfach mehr Grundmasse hast. Ansonsten müsstest du bei dieser Anhängerbühne 10 Meter lange Ausleger machen. Damit ist natürlich das Prinzip dann auch nicht mehr wirklich schlüssig. Der Kran auf dem Chassis hier würde dann so um die 200.000 liegen. Finde ich, ist dann der Unterschied gar nicht mehr so groß. Und ich glaube, die Anhängerbühne macht auch nur Sinn, wenn du schon ein Fahrzeug hast, wie zum Beispiel ein Sprinter, der auch 3,5 Tonnen ziehen kann. Wenn du erst dann noch ein Fahrzeug für anschaffen musst, geht die Rechnung wahrscheinlich auch nicht auf. Ne? Aber grundsätzlich interessante Lösung. Und ich hätte nicht gedacht, dass man einen Anhängerkran auch wirklich als Anhängerbühne hier in der Kombination nutzen kann. Und dann noch elektrisch.
So, jetzt habe ich hier was ganz Interessantes gefunden. Und zwar, ihr kennt ja die Origin von Shaper, eine CNC, eine handgeführte CNC-Oberfräse. Dieses Gerät hinter mir erinnert mich so ein bisschen daran, nennt sich Oakbot, ist aber eine andere Herangehensweise, nämlich für einen Zimmerer, um quasi direkt auf Balken, Zapfenverbindung, Schwalbenschwanzverbindung etc. Das Ganze kannst du dann eben auch mitnehmen und direkt auf der Baustelle machen. So, jetzt habe ich hier verschiedene Zapfenverbindungen, kann ich alle auswählen. Das ist so, so im Prinzip Step by Step, relativ intuitiv. Wir haben eben Höhe und Breite des Balkens eingegeben. Jetzt geben wir den Zapfen ein. Jetzt gehe ich auf Fräsung. So, ganz so einfach ist es doch nicht. Ich habe nämlich vergessen, jetzt hier die Mitte zu kalibrieren oder zu vermitteln. Deswegen haben wir jetzt einen besonders schönen Zapfen, der nämlich hier bündig ist, der sogenannte Bündigzapfen. Aber es ging trotzdem relativ fix. Jetzt haben wir noch eine Sache, nämlich über den Preis müssen wir noch mal verhandeln. Ich habe nachgefragt, 40.000 Euro soll das Gerät kosten. Ist die Frage, macht das Sinn für euch auf der Baustelle? Könnt ihr mal unter das Video schreiben. So, Mädels, jetzt wird's ernst, weil jetzt wird scharf geschossen. Und zwar Nägel in 10 mm Stahlblech. 10 mm. Ich habe das mal mit Mama versucht, das hat etwas länger gedauert. Ich bin dann auch irgendwann wütend nach Hause gegangen, weil es hat nicht funktioniert. Aber heute ist das ja ganz einfach. Wir setzen erstmal einen Gehörschutz auf, dann ein bisschen Druck drauf geben und jetzt einfach feuern. Ne? Einfach volle Suppe raus. Das ist echt krass, weil die Treibladung, es riecht wirklich wie auf dem Schießstand. Der einzige Unterschied ist, hier ist halt kein Projektil. Die Treibladung ist aber im Prinzip die gleiche. Kaliber 6,3, noch relativ human. Im Prinzip haben wir hier keine Schusswaffe, denn die Treibladung treibt den Bolzen an. Und der Bolzen hämmert auf den Stahlstift oder auf diesen Nagel. Und auch das ist ja im Magazin. Und wenn ich jetzt einen Nagel verschossen habe, wie bei einem Revolver, geht der eine Runde rum. Knallplättchenpistole. Das ist heute quasi Geschichte, das machst du heute hier mit. Aber schon krass, ne? Wenn du mal überlegst, du ballerst mal eben wirklich so einen Nagel in so einen Stahlträger rein. Würdest du denken, geht nicht, geht aber. So, guck mal, was ich hier bei Würth gefunden habe. Kernbohrgerät kennt ihr, Bohrkrone kennt ihr auch, aber das kennt ihr eventuell noch nicht, weil diese Bohrkrone ist nicht für Beton oder Mauerwerk, sondern tatsächlich für Holz. Wenn du beispielsweise im Holzbau irgendwo mal einen Durchbruch machen musst oder eine Durchführung, kannst du das damit machen. Eigentlich einfach, quasi Lochsäge ein bisschen groß. Du sagst, da gibt es eine Anwendung für? Ja, natürlich. Im Holzbau, überall. Wie lange macht ihr das schon? Wir haben jetzt mit der Sache angefangen, seit ca. 3 Monaten. Dann haben wir die im Programm halt hier und die wird im Holzbau sehr gut angenommen, die Bohrkrone. Du kannst aber dann auch ein ganz normales Kernbohrgerät. Es geht wirklich hier um die Krone. Nur um die Krone. Wenn man halt andere Sachen muss, in Beton, macht eine andere Krone drauf und kann mit dem gleichen Gerät auch im Beton alles machen. Und wir können die Krone bis 200 mm anbieten im Holz. Ja. So, Freunde, hier habe ich was. Das ist mal sehr, sehr interessant. Thema Nachhaltigkeit. Das ist nämlich jetzt hier kein Mikado-Spiel. Das ist zwar aus Holz, aber es sind Nägel. Und offensichtlich sind hier in so einem Magazin, dass ich die mit der Maschine schießen kann. Holznägel. Ich meine, Holznägel ganz früher, klar, Fachwerkbau kennt man ja, so große. Aber die sind wirklich in Form wie ein Nagel, ne? Genau. Aber also wir haben zwei verschiedene. Es gibt die Nägel ohne Kopf, das sind diese hier. Und dann haben wir spezielle für die Fassade, die haben dann einen Kopf. Wie werden die jetzt gemacht? Also das ist ja schon von der Dichte, ist das ja sehr schwer, ne? Ja. Also das ist kein Vollholz, das ist modifiziertes Buchenholz. Das wird dann stark verdichtet. Die Dichte liegt bei 1300 Kilo. Also Tropenholz hat nicht so viel, ja, oder? Tropenholz liegt darunter. Also es gibt keine Holzart auf der Welt, die so eine hohe Dichte hat. Wie macht ihr das? Ist das dann so ein Furnier, was verdichtet hoch? Genau, das also sind dann Buchenholzfurniere, die werden dann stark verdichtet und dann werden eben die Nägel dann rausgefräst. Also man muss auch sagen, die Nägel riechen auch tatsächlich gut, ne? Ist das irgendwie ein Harz, was als Bindemittel da mit drin ist? Genau, gibt es ein Phenolharz eben. Gewisse Anteile braucht man eben, damit die Furniere nicht auseinandergehen, ist klar. Okay. Aber trotzdem nachhaltig, umweltfreundlich? Natürlich, natürlich. Der Harzanteil ist sehr gering und von dem her natürlich nachhaltig, klar. Die werden also geschossen? Die werden geschossen, ja. Auch so, ne? Genau, also im Prinzip braucht man nur, kann ich mal kurz vorführen, man setzt einfach auf und drückt ab. Warum
Soll ich jetzt statt normaler Stahlnägel Holznägel nehmen? Zuerst einmal ist ja dieser Nachhaltigkeitsgedanke vorhanden. Man muss dann auch an die Zirkularwirtschaft denken. Man will ja dann wieder verwerten, wenn das Gebäude zum Beispiel jetzt abgerissen wird. Wenn man ans Trennen geht, Recyceln geht, dann will man das dann trennen, ordnungsgemäß. Und im Holz brauche ich dann nicht jetzt die Stahl- oder die Holznägel rausnehmen. Okay. Stahlnägel müsste ich jetzt immer separat irgendwie recyceln. Das wäre in dem Sinn jetzt nicht der Fall. Ich denke sogar gerade, ich würde ein paar alte Bretter aufarbeiten, mal eben unter die unter den dicken Hobel schieben. Ja. Hätte ich ja hier keinen Stress. Überhaupt kein Problem. Nagel ja. Wäre nicht so schön. Wäre nicht so gut, ja. Und ihr habt das erfunden oder gibt es genau. Das? Genau. Also die Firma Beck hat das erfunden. Seit wann gibt es das so? Seit circa 5 Jahren auf dem Markt, ja. Und da vorne habt ihr so eine Fassade jetzt mal gemacht? Genau, diese Rambusleisten wurden dann eben mit diesen Holznägeln mit Kopf befestigt. Weil ich finde das vom Oberflächengesamtbild eigentlich auch schön, ne? Ja. Oder so von der Ästhetik. Ist schon was Besonderes. Der optische Gedanke und zweitens natürlich auch die Effizienz. Ich bin ja 8-mal schneller als mit Schrauben in dem Sinn. Ja gut, aber du könntest auch nageln. Könnte man auch nageln, stimmt. Dann wäre man gleich schnell. Aber von der Optik ist es halt anders. Und von der Festigkeit, jetzt sieht man hier im Prinzip so ein Schnittmodell. Das ist jetzt hier so ein Nagel. Aber wenn ich das jetzt angucke, das sieht irgendwie schon krass aus, als wenn das verschweißt wäre. Hier wird ein sogenannter Verschweißungseffekt erzielt, weil ich habe ja eine sehr hohe Eintreibgeschwindigkeit, erzeuge Hitze durch Reibung und durch diese Reibung oder durch diese Hitze lösen sich die Lignine und verkleben miteinander und bilden dann eine formschlüssige Verbindung. Wenn ich jetzt einen normalen Stahlstift hätte oder einen Nagel, dann könnte ich ein Nageleisen nehmen und den wieder rausziehen irgendwie. Ja. Hier? Müsste man in dem Fall jetzt aufbohren. Würde aufbohren, okay. Ja. Also finde ich schon eindrucksvoll. Liege ich jetzt kostentechnisch ungefähr so? Was kostet so ein Nagel im Vergleich jetzt ein Stahlnagel herkömmlich? Also mit einem Stahlnagel würde ich es nicht vergleichen. Man kann es vergleichen vom Preis her mit einer rostfreien Schraube. Ich würde sagen, ein bisschen über der rostfreien Schraube. Also de facto, wie viel Cent für so einen? Ja, so 10 bis 12 Cent. 10 bis 12 Cent. Aber jetzt rostfreie Schraube, der kann ja nicht rosten. Ist das ein Anwendungsfall auch, wo es heißt, okay, da nehmen wir statt VA, nehmen wir sowas? Ja, natürlich in Schwimmbädern, überall da, wo hochkorrosive Umgebung ist. Oder eine Sauna, Salzsteinsauna. Wo hochaggressive Umgebung ist, aber überall da. Der fault nicht weg. Der kann nicht wegfaulen. Ja, überall da kann man. Kann der nicht wegfaulen? Ja, weil es eben einen Anteil von Phenolats hat. Okay. Dadurch kann es auch nicht. Wir haben auch einen Test machen lassen, der nachgewiesen hat, dass es keinen Verrottungsprozess gibt mit diesem Nagel. Also schon krasse Geschichte. Könnt ihr mal schreiben. Was ihr denkt, ne? Hat das eine Zukunft? Könntet ihr euch das in eurer Anwendung vorstellen? Schreibt mal unter das Video. Und André, hier Messe. Ja, hast du schön abgestaubt? Ja, hast du ein bisschen was? So, ich habe ein bisschen auch Informationsmaterial. Ne? Zum Beispiel hier Photovoltaikaufständerung. Vor allen Dingen, ich habe Blattsalat als Baum. Ist der schnell wachsendste Baum überhaupt der ganzen Welt. In 8 Jahren ist das Ding quasi hoch wie ein Hochhaus. Weiß nur noch keiner, ich gebe mir aber Mühe. Ne? Und jetzt fahre ich nach Hause.